Mitte Dezember brechen wir bei sehr trüben, aber schneefreiem Wetter auf in eine kleine Pilztour und sind mal gespannt, ob wir etwas finden können. In diesem Gebiet finde ich jetzt einige erste Stämme mit Birkenporlingen. Besser zu sehen an dieser Stelle, also langsam halten die in diesem Gebiet Einzug, was sehr erfreulich ist, denn es gibt hier wirklich viele Birken. Der sieht von unten auch wirklich noch sehr gut aus, aber ich habe dieses Jahr schon wirklich sehr viele Birkenporlinge mitgenommen und wir hatten auch schon wirklich einige Fröste und dann wieder warme Tage, das heißt, der ist schon relativ oft eingefroren, aufgetaut und weil ich eh schon so viele daheim habe, bleibt der auf jeden Fall hier und sorgt dann hoffentlich für ein bisschen Verbreitung in diesem Gebiet, denn einige Birken sind dabei, die sehen nicht mehr so toll aus. Das sind dann hoffentlich Kandidaten für die nächsten Jahre und Birkenporlinge. Und hier im Randbereich, raus zu den Feldern, seht euch das an, da ist ein Stamm, der ist dick und dick voll mit Birkenporlingen. Wir haben tolle große Exemplare von diesem Jahr, wirklich überall um den Stamm herum verteilt. Weiter nach oben kommen dann auch alte Exemplare von letztem Jahr, vielleicht sogar vorletztem Jahr. Der Stamm ist mir bisher gar nicht aufgefallen und das ist auf jeden Fall ein Kandidat für die nächsten Jahre. Auch einen letzten Semmelstoppelpilz treffen wir noch an, aber natürlich ist auch der nicht mehr zu gebrauchen. Und sogar einen Maronenröhrling finden wir noch kurz vor Weihnachten, das ist eher seltener. Der ist natürlich auch schon ziemlich alt, sieht auch nicht mehr allzu toll aus, hat aber immer noch die Röhren, steht halbwegs stabil, ist aber auch schon ein bisschen zerfressen und auch den lassen wir natürlich stehen. Aber die haben wirklich lange durchgehalten. Am Fuß einer Fichte steht ein Flaschenstäubling, der hier noch fleißig seine Sporen verteilen kann. Da sind hier noch ein paar unterwegs, aber wir schauen wieder ein Stück weiter. Und an dieser Stelle gibt es tatsächlich noch Pfifferlinge. Einen hier, der sieht noch nicht mal schlecht aus. Ich glaube, den könnte man prinzipiell sogar noch mitnehmen. Und auch auf der gegenüberliegenden Seite steckt hier einer im Laub. Macht aber farblich doch so den Eindruck, als hätten sie Frost abbekommen. Und außerdem, was will man jetzt mit zwei Pfifferlingen? Also sie bleiben natürlich stehen. Und auch hier sehen wir nochmals Pfifferlinge, wobei die schon deutlich schlechter aussehen. Ziemlich zerrupft, aber gut, im Dezember geht man eigentlich auch nicht mehr auf die Suche nach Pfifferlingen. Auch die Herbsttrompeten sind oft im Dezember noch unterwegs und erfahrungsgemäß stellenweise sogar noch verwendbar. Wenn die hier so im Laub stehen, dann muss man sich die immer ein bisschen ansehen. Also die sind jetzt relativ weich, die haben keine wirkliche Konsistenz mehr. Von sowas auf jeden Fall die Finger lassen. Ich hatte es aber tatsächlich auch schon, dass ich im Dezember mal Herbsttrompeten noch für den Gebrauch mitnehmen konnte. Und an einem alten Holunderstrauch gibt es zum Abschluss des Videos noch ein paar Judasohren zu sehen. Die kommen gerade wieder etwas zahlreicher. Wir sehen hier viele kleine Ansätze. Aber mit unserem kleinen Video kommen wir nun an dieser Stelle zum Ende.